Am Arsch hängt der Hammer und beim Dachdecker hängt er links. Das war sein nettes Kind. Willkommen in der dunkelsten Stunde meiner Reviews. Willkommen in der Dunkelheit, die nur sonst nur in einem Bärenarsch zu finden ist. Oder wie ich sage, so dunkel wie ein Bärenarsch. Dies ist das dunkelste Review meiner Geschichte, meiner Reviews. Dies sind 4 Lumen. True Utility Nanolight. 4 Lumen. Und hier ist der Hammer, der am Arsch vom Dachdecker hängt. Oder links. 4 Lumen. Das ist der Dachdecker Hammer Arsch. Also, na gut, das ist kein Dachdeckerhammer, aber es ist ein Hammer. Und der ist am Arsch, weil hier kein Licht ist. Doch, hier ist Licht. Und willkommen zum neuen Review von mir hier am Review-Tisch. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Ja, es gibt eine Menge guter Taschenlampen, es gibt eine Menge schlechter Taschenlampen, es gibt eine Menge Taschenlampen, die ihr gar nicht kennt. Und die hier, die kennen vielleicht ein paar von euch, ein paar kennen sie nicht. Das ist die True Utility Nano Flashlight. Typisch geliefert von True Utility in diesem Hardcase wasserdichten Behältnis. Und ich muss gestehen, ich bin ein echter True Utility Fan. Ein richtiger Fan davon. True Utility macht unter anderem, und ich bin gerade dabei, mir ein paar schöne Tools zusammenzustellen für ein Utility Key, Keyring oder ein System von Schlüsselbund-Tools, wie zum Beispiel dem Swisstech Utility oder auch von True Utilities diesen ausziehbaren Stift. Ne? So, und da ist er. Also, wir reden hier von 4 Lumen, EDC-Taschenlampe, wirklich für Notfall, mit zum Drehen. Ja, also das ist jetzt wirklich absoluter Notfall. Und ich denke nicht, dass es für 10 Euro einem wehtut, sich sowas Schönes zuzulegen, sowas Kleines, Pfiffiges. Oder halt von Gerber dieses EDC Ziplight. Das sind wirklich solche Notfalllichter, die man irgendwo bedenkenlos mit sich rumtragen kann. Der Urban Prepper, da stehen bin ich auf diese kleine Taschenlampe gekommen. Klar, die hier ist zum Beispiel heller, aber die geht nur an, wenn man drauf drückt. Die Gefahr ist, dass man die irgendwo hinlegt und legt was drauf und die ganze Zeit leuchtet das. Hier dreht man, bis das Licht angeht. Dann dreht man, bis das Licht ausgeht und dreht nochmal einmal weiter und dann ist es wirklich aus. Und wenn man sich ganz unsicher ist, dann legt man da ein Stück Gummi rein und dreht dann wieder zu. Oder Plastik oder weiß der Teufel was, auch Papier reicht. Ist übrigens wasserdicht, Spritzwasser geschützt. Kommt wie gesagt hier in so einem Hardcase, wasserdicht, ja. In der Verpackung sind nochmal 2 extra Sätze an Batterien. Wie auch immer, jetzt endet das Review. Ich lege das Ding euch ans Herzen, wenn ihr keine Taschenlampe für euren Schlüsselbund habt. Das ist euer Ticket. 10 Euro. Greift zu, Freunde. Kommt gut durch die Nacht.
vor allen Dingen. Mit dem Nanolight. Also, tschüss, macht gut und schwenkt den Hut. Tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp. Und wie Stefan sagen würde, Peace, ich bin raus. Ha 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 ha.